Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Jo Leute, ein bisschen Zeit vergangen, ich habe gegessen und so weiter. Ihr seht, ich habe die Bude umgebaut, Regal, 4 Kisten mit Kotlauge jeweils, ja, einfach weil wir es haben. Eine kleine Kiste, kann ja mal kurz hier, nichts Weltbewegendes drinne. Hier haben wir schon mal ein bisschen Zeus. Hier haben wir ein paar, 4 Revolver gecraftet, ein bisschen Munition. Ja, ansonsten ein paar Einzelteile haben wir noch. Der Heli wurde auch gerade abgeschossen, nur mal so nebenbei. Ist jetzt schon ein bisschen her, und zwar genau hier. Ne, hier war's. N15. Joa. Jetzt muss ich sagen, ich komme nicht mehr durch mit Anlauf. Ja, Werkbank 1, Forschungstisch. Ein Scrap. Hier noch ein bisschen Zeus, wie immer, Holz ist alles weg. Stein haben wir sogar jetzt schon ein bisschen hier auf Tisch. Jo. Kohle, hier Klimbim, hier Klimbim. Das Bett können wir natürlich stellen, sobald wir hier noch weiter ausgebaut haben. Passt natürlich hier nicht mehr rein. Brauchen wir natürlich noch hier noch eine Tür und hier eine Tür. Ist ein bisschen dumm, dass der Loot genau hier hinter der Tür ist, aber mein Gott. Ist halt so. Gut, eigentlich könnte ich das auch mal austauschen, dass ich die Tür hier hin mache und das Garagentor hier hin. Das können wir auch mal eben machen eigentlich. Zack. Weil das Garagentor braucht ja doch ein bisschen länger, bis es oben ist. Und wenn wir hier mal schnell rein... Kann ich das gar nicht mehr rausnehmen? Kannst du gar nicht mehr rausnehmen. Das ist natürlich ärgerlich. Natürlich gut zu wissen. Ich wollte eigentlich sagen, wenn du hier natürlich mal schnell rein oder raus musst. Das ist natürlich sehr dumm. Oder vielleicht mit dem Hammer. Kann ich auch nur klopfen. Ich guck nochmal, wenn es oben ist. Na also. Dadurch ist natürlich auch ein bisschen kaputt, das ist natürlich dumm. Brauchen wir denn da Metallfragmente? Aber wahrscheinlich kann ich es eh nicht reparieren, weil ich es nicht gelernt habe. Oh doch. Sehr gut. Geht doch alles. Ich muss halt nur erstmal raus tricksen, wie es funzt. So. Ist da was, wenn wir schon mal dabei sind, aber ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, waren es 250, ne? Ne, 75 nur. Das ist natürlich okay. Kann man also eventuell später auch noch mal lernen. Ja. Ja, wir gehen jetzt ein bisschen Holz holen. Server ist auf jeden Fall voller. Ich hab's auch gehört, ich hab die ganze Zeit Schüsse, die haben den Heidi runtergeholt, wie gesagt. Ich meine, bei uns hier hinten die Ecke ist ja einigermaßen, oder war ja die ganze Zeit ganz ruhig. Ja, ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt noch ein bisschen Holz organisiert kriegen in Ruhe. Wir werden sehen. Ich lasse bei mir die Bäume direkt stehen erstmal. Wenn man mal wenig Zeit hat und dringend Holz braucht. Gut, Stein nehmen wir natürlich mit.
Ja, ich werde heute auch nicht mehr ganz so viel zocken. Also ich werde die Bude auch heute nicht mehr ausbauen. Wir werden gleich nochmal Straße gehen. Wo ich denke, dass wir da richtig schlechte Karten haben werden mittlerweile. Aber vielleicht haben wir ja nochmal Glück und hier läuft gerade keiner rum oder wie auch immer. Wir werden es sehen. Vielleicht läuft auch ein Einzelner rum. Wir können mit ein bisschen Glück ihn töten und können irgendwas abgreifen. Wäre ja auch nicht verkehrt. Aber erstmal ein bisschen Holz. Was heißt ein bisschen? Eigentlich bräuchte ich mal richtig was, damit ich die Öfen auch anmachen kann. Das heißt natürlich über 3000. Ja, was kriege ich denn hier? Ja, so viel werde ich nicht machen. Mal hier die beiden noch und dann gucken wir mal, dann haben wir 2000 haben. Oder 2,5 oder was. Muss dann erstmal reichen. Warum, dass ich hier was fürs Campfire habe? So, die Öfen halt erstmal noch aus. Vielleicht Sofo, dass ich Sofo einmal anschmeiße mit ein bisschen. Weil Metallfragmente haben wir noch liegen. Und das soll dann lieber erstmal die 75 zusammenkriegen für die Headshot. Dann geht das natürlich alles ein bisschen einfacher mit Holz. Und das kann ich natürlich ohne euch machen. Sollten wir natürlich hier noch weiter nach hinten gehen, ein bisschen erkunden. Mache ich den noch. Kann ich euch natürlich mitnehmen, aber ansonsten will ich das in Zukunft ohne euch machen. Ich dachte erst, wo ich das gehört habe mit dem Helifight, das sei irgendwie da hinten bei den Queries runtergeht, dass sie das sehen, dass die den machen, aber scheint ja doch da vorne irgendwie gruppenmäßig was Stärkeres am Start zu sein. Ich bring's kurz rein, dann mache ich hier die beiden Fässer oder gucken, was hier noch rumsteht. Ich schmeiß auf jeden Fall mal den Sofa an, komm. Geht ja eh aus, wenn voll ist. Rest packe ich erstmal hier rein. Na, ja, seht, 700 und Steine, ne? Mit der Pickel ist natürlich ein Tausi raus. Ja, wie gesagt, für mich schwer immer einzuschätzen, wo die Schüsse herkommen. Weil ihr seht, hier ist auch alles. Alles nah beieinander und ich kann schlecht die Entfernung so einschätzen von den Schüssen. Deswegen, wir gehen gleich einfach drauf los, mein Gott. Wir haben eh nichts zu verlieren, wir haben eh nichts. Revolver werden wir eh unterlegen sein, aber wir können uns auf jeden Fall schon mal ein bisschen wehren damit. Das ist besser als wie nur mit Pfeil und Bogen. Bogen habe ich trotzdem mit, ja, falls uns irgendwie ein Tier attackiert. Was ja mittlerweile selten geworden ist. Aber ihr hört schon, da ist überall Action jetzt. Kann ich auch erstmal hier reinpacken. So, das ist eh fast durch. Das können wir ruhig mitnehmen. Da ist nicht wild. Ein paar Pfeile. Ja. Boah, mit dem Bogenpfeil brauchen wir uns eigentlich gar nicht drauf. Aber so viel Moon habe ich jetzt auch nicht mit. Ich habe einfach gerechnet, ja, viermal nachladen, also nicht so lange überleben sollte, das wäre ja schon ein Wunder.
Überleg gerade, soll ich erstmal ein Stück rüberlaufen? Ach komm, Scheiße. Ihr seht, wir sind direkt Suite, ne? Also. Direkt Schüssel am Start hier. So, nicht viel Loot da, wie es ausschaut. Da ein paar Fässerchen. Könnt ihr auch mal in den... Ah, hier war auch schon jemand. Steht noch dieses Kackfass. Also ist auf jeden Fall gerade jemand lang getigert. Ihr seht da die etwas größere Base. Ja, das ist halt auch das Problem, was ich am Wochenende halt auch festgestellt habe. Der Loot spawnt einfach viel zu langsam nach. Ich hätte mir vielleicht mal irgendwie eine Barrikade mitnehmen sollen oder so. Guck mal, da liegt schon ein Leiche, ein Rucksack. Ihr seht, der ganze Loot ist weg. Ach, du ahnst es nicht. Pschö. Mal gucken, ob wir das wegkriegen hier. War demjenigen wohl scheißegal, was er da liegen lässt. Kein Bock gehabt, nochmal hinzurennen, ja. Rüstung. Du nur das Scrap rausgenommen bei dem Typen. Keine Ahnung. Gut, ich nehme es gerne mit. Gerade Rüstung. Jetzt war die eine schon gut angefrackt hier. Nochmal so ein Kackhelm hier. Für lau? Hä? Sagen wir doch nicht nein. Na, Kampf. Ja, ansonsten Strahlung ist das selber. Explosion. Ja, komm, das ist eh fast durch. Komm, Haus weg. Handschuhe können auch weg. Ich kann so ein kurzes Ding mehr gegen Kälte schützen wie so ein Kackpulli hier. Komm, ich heb's mal auf. Sagen wir Platz haben. Suit. So. Shishat ist auch nicht so verkehrt. Patronen und die Picke ist natürlich super. Aber für Picke brauchst du, glaube ich, Werkbank 2, ne? Ne, Werkbank 1. Dann war es für die Munition hier, ja. Kannst du zwar leeren, wo wir können das eigentlich auch mal anders machen. Ich kann mal hier das reinballern, was ich noch leeren will, auf jeden Fall. Hm, wo habe ich es denn da? Ist das hier Eisengitter? Ja, können wir eigentlich auch leeren. Was kostet das? Auch 75, auch in Ordnung. Gut, das sollte alles 75 kosten, was jetzt hier drin ist. Das Schwert, ja komm, ich nehme es erstmal mit. Ja, ich sortiere es jetzt gleich ein hier. Ich meine, so viel war es jetzt auch nicht. Ich müsste da jetzt durch. Mal nochmal Popelkleidung. So, nochmal ein Oberteil. Das Blaue ist besser gegen Strahlung. Ja, wenn ihr jetzt seht, hier das Tuch macht 10 gegen Kälteschutz.
3 Strahlung und Projektil 5. Deswegen habe ich es halt am Kopf. Was macht der mehr Sinn, wenn ich das jetzt hier abnehme? Seht, habe ich nur noch 30 am Kopf. Und dann würde ich es nämlich im besten Fall. Sind also der barfuß unterwegs ist. Aber ihr seht ja selber, das zählt eh zum Unterkörper komplett nur. Aber lieber den Kopf mehr geschützt als hier unten. Und wenn ihr jetzt guckt, die Lederstiefel haben. 5 ist gleich. Aber ihr seht, das macht sogar, hält sogar die Kälte mehr ab wie Stiefel. Also von daher bin ich aktuell immer barfuß unterwegs. Und die kosten halt auch nur 5 Stoff, die Dinger. Also ich kann es euch nur empfehlen. Das können wir gleich wegnageln, haben wir eh keinen Platz für. Gut. Ja, ich muss dann nochmal die... Wie gesagt, das mache ich dann ohne Aufnahme nochmal ein bisschen Holz fahren, weil wir haben ja Seide, wir können uns also auch Rüstungen machen. Alles nicht das Problem. Ich balze erstmal hier die Klotschen. Hier sind auch nochmal Handschuhe, die können aber auf jeden Fall weg. Hammer, habe ich den jetzt hier rausgenommen gehabt? Ne, habe ich auch aufgesammelt. Kann auch weg. Obwohl, wisst ihr, ne, komm, ich lasse an. Scheiß drauf. Ich weiß nicht, ob ich die Holzdinge jetzt nochmal reinpacke, aber hey. Was soll's? Mal gucken, ob man das hier reinlegen kann. Perfekt. Das hat Hobbitfüße, mein Typ. Dem juckt das nicht, wenn er barfuß hier rumrennt. Ja, wie ihr seht, das Halstuch macht halt einfach mehr Sinn. Weil wir zielt schon, die meisten Leute ziehen ja auf den Kopf. Lieber da 5% mehr wie am Unterkörper. Da war ja auch sogar noch was drin in den Dingen. Das mich hat gewundert, dass er das nicht, dass da nicht wieder einer hingegangen ist. Wo war das denn jetzt? Das war noch die Straße runter hier. Ja, aber ihr seht die Schwierigkeit. Jetzt zu Prime Time ist halt loot-technisch immer alles weg. Und selbst hier, wo er eigentlich schon so ein bisschen abgeschiedener ist. Ein Schlafsack. Da läuft doch einer. Guck mal, wo der hinläuft. Stein oder was? Die Frage ist, ob er uns gesehen hat. Wahrscheinlich, ja. Guck mal, ob ich hier auf den Felsen hochkomme. Komm, geh hoch jetzt. Fuck, ey. Hackt leider nicht mehr. Ach, der Schatten siehst du auch am Boden, ist auch scheiße. Aber hier liegt ein Sofustein, falls der Sofu farmt, ich weiß es nicht. Problem ist wieder, dass du gar nichts mehr hörst. Keine Schritte, nix. Also schleicht der jetzt auch, oder was? Sonst hätte er wenigstens ein paar Schritte hören müssen. Problem ist, wenn ich da jetzt gucke, dann sieht er den Schatten auf dem Boden. Das ist ein bisschen dumm.
Ist ein bisschen kurios, dass er dann aufgehört hat zu kloppen. Da die oben liegt noch ein Dingenstein, also Metallstein, da war noch ein Sofastein. Wer sucht da nur Stein? Oder hätte uns auch gesehen? Ich wollte erst überlegen, ob ich einfach wild drauf zulaufe, aber. Das Ding ist halt, die werden halt alle mehr haben wie ich. Verschwunden. Unglaublich. Oder er hockt jetzt hier irgendwo oben. Das ist der Sofastein. Da waren wir. Ohne Scheiß. Immer wieder erstaunlich. Ich meine, ihr habt das Kloppen ja auch gehört. So, aber danach war nichts mehr. Die ist hier noch irgendwo. Der ist gerade auch runtergesprungen. Oh, das war ein Soundbug. Wir warten mal kurz. Kostet natürlich alles Zeit hier, aber. Das ist normal. Das hat sich auf jeden Fall so angehört, als ob irgendwo einer runtergesprungen ist. Da hinten hat irgendwo Bewegung gesehen. Ja gut, ich meine, wir haben nichts zu verlieren, ne? Auf jeden Fall Loot gespawnt. Ich warte also mal noch kurz einen Moment. Kann natürlich sein, wenn ich jetzt hier lang gleich hier aufstehe und laufe, dass uns irgendwo einer in den Rücken schießt. Bei der Luft kann er sich nicht aufgelöst haben. Und ich habe halt keine Schritte mehr gehört. Du hörst ja, wenn er im Schnee läuft. Das hörst du definitiv. Und der ist nicht gelaufen, nachdem er aufgehört hat zu kloppen. Kann natürlich sein, dass er weggeschlichen ist. Das kann auch sein. Ich guck mal eben. Ich achte auch mal ein bisschen auf Fußspuren hier, aber sieht ja auch clean aus. So, unsere eigenen. Ja, das wären halt so die Chancen, die ich nutzen muss, ne? Oder versuchen zu nutzen halt. Wenn irgendwo einer kloppt, aber der wird uns gesehen haben, das war das Problem. Kann echt sein, dass der noch hier auf dem Felsen hockt oder was, ich weiß es nicht. Problem ist, es wird auch gleich dunkel.
So, aber das wär's halt mit einem Revolver, wenn er da gleich 3-4 Schüsse setzt, kannst du ruhig schon mal einen wegknallen. Man weiß ja nie, was er so bei hat, wenn er farmt. Aber hier ist nichts mehr zu hören. Keine Fußspuren, wir auch nicht gesehen. Keine Ahnung, Leute. Schade. Er will drauf losrennen, bringt mir halt auch nichts, ne? Naja, ich gehe aber davon aus, dass unser Butze morgen oder übermorgen gewählt wird. Na, hier ist keiner mehr. Vielleicht kommt er ja noch irgendwo aus dem Busch raus oder was. Kann gut sein. Dann haben wir halt Pech gehabt. Auch wo der herkam. Ey, wir müssen echt mal da die Berge ein bisschen erkunden. Übrigens ist jetzt hier gerade ein bisschen Loot nachgespawnt, deswegen nehme ich den noch fix mit. Das war es, ein Fass oder was? Hier ist natürlich komplett freie Fläche, ne? Ist natürlich super zum Langlaufen hier. Da ist nichts drin. Da steht noch eine Kiste. Sicher fühle ich mich gerade nicht, muss ich gestehen. Gut, dass jetzt eh dunkel wird, die Folge auch zu Ende ist eigentlich. Schon. Gehe ich trotzdem nach Hause? Ja, halt sehr komisch, dass er die anderen da liegen gelassen hat. Ne? Vielleicht hat er echt nur Stein gesucht. Das kann natürlich gut sein. Kann natürlich immer auch noch ein Frischspawner sein. Ne? Kann man ja auch nicht ganz ausschließen. Aber der hat halt schon mit einer richtigen Picke geschlagen. Also das war schon eine. Nicht nur so eine Stone-Picke. Oh, diese Scheiße, ey. Kann natürlich auch sein, dass hier irgendwo noch eine kleine Butze rumsteht. Weiß ich ja natürlich auch nicht. Schwer zu sagen alles. Ja, schade auf jeden Fall, ne? Ist ganz gerne versucht. Aber gut, schauen wir am nächsten Morgen nochmal, also.
Sinne, danke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.